Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und es geht gerade die Sonne auf in The Forest. So, oh, ich will den Scheiß steinig. So, wir brauchen Holz. Oh. Erst das Tor aufmachen. Dann Wagen schieben. Hier lag doch gerade irgendwas. Nee, war doch nur ein Scheißstein. So. Boah, wieder schließen. Ach, und die Steine fehlen uns. Verdammt. Naja. Doch mal kurz loslassen. Komm her, du Hase, du bist meins. Nein, er bewegt sich. Gut, fünfmal da drüber geschossen quasi. So, endlich. Nicht erwischt. Scheiße. Ja gut. Ich will ja Holz hacken. Ja, geht mir weg. Wir wollen den Turm da ja rechts machen. Und der braucht 23 Baumstämme. Und dann brauchen wir noch Steine. Stöcker weiß ich gar nicht wofür. Aber Stöcker kann man immer gut gebrauchen. Die liegen auch praktischerweise gerade so viel rum. So, da ja die letzten Male die Kannibalen sehr aktiv waren. Hin. Ah, schon wieder weg. Bleib stehen. Ach, du kommst schon wieder. Ein bisschen Essen wäre natürlich auch mal gut. Ich habe noch überall genug hängen, aber naja. Mal gucken, wie viele Bäume ich hacken kann, bis ein Kannibalen kommt. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe in meinen Räumlichkeiten, da es ja so warm in den deutschen Landen zurzeit ist, meinen Püsterich angestellt, damit ich hier nicht vom Rechner zerlaufe. Ich hoffe, man hört die dann nicht, ja, wenn die Aufnahme quasi beendet ist. Oder generell, man hört ihn hoffentlich nicht. So. Wenn ihr ihn hört, ist es wahrscheinlich euer PC. Der ist einfach zu laut. Ihr braucht neue Hardware. Macht den noch Platz? Das ist doch so ein kleiner Mensch. Nochmal. Zack. So, und wenn wir nämlich den Turm fertig haben, haben wir ja noch was anderes vor. Wir wollen ja den einen Weg dazu mauern. Und hier hacken wir alles platt, glaube ich. Ist gerade hier so ein Varan an mir vorbeigelaufen. Sind ganz schön frech, die Varane. Oh, wer hätte es gedacht? Ein Kannibale. Ach, wer hätte es gedacht? Noch einer. Wo denn hin, Jungs? Da geht's nicht weiter. Da baue ich. Da habe ich doch. Ich habe doch das schon fertig gebaut da hinten, oder? Ah, einer kommt zurück. Oh. Sieht er uns schon? Noch nicht. Kriegt Verstärkung. Was denken die Kannibalen sich überhaupt? Hey, hier hat jemand Holz gefällt. Der muss sterben. Sind wahrscheinlich solche Leute, die echt für Naturschutz einstehen.
Oh, da ist noch einer. Glück gehabt. So, ich nuckel mal an meiner Flasche. Also drei Bäume haben wir niedergeschlagen und schon kamen die Kannibalen. Natürlich sind sie hier mittlerweile sehr aktiv. Vielleicht ändert sich das auch, wenn man hier mal nicht hacken würde. Aber ja, wir haben ja sonst nur oben und da hinten Holz. Da hinten ist ja noch schlimmer mit den Kannibalen. Hier haben wir eine Mauer, wo wir uns dann noch quasi Schutz suchen können. Die haben wir da hinten natürlich noch nicht. Achso. Ich glaube, der Wagen ist schon gleich voll. Können wir gleich zurückbringen? Ist ja gerade was. Waran oder Kannibale? Oh, Stein. Noch ein Stein. Also das Steine spawnen echt recht schnell. Das ist easy, da welche ranzubekommen. Ich glaube, nee, der ist noch gar nicht voll. Da hinten liegt noch einer. Da hinten liegt auch noch einer. Und mit Steinchen sind wir jetzt auch voll. So, jetzt müsste die erste Holzlieferung fertig sein. Ah, scheiße, ist schon. Wir kommen wieder. Baumstamm. Vorne ist ein Baumstamm, der muss sterben, der muss weg. Aber interessant, es sind da drei vorhin lang gelaufen, wahrscheinlich einer runter geglitscht oder so. Aber wir haben ja zum Schluss nur noch zwei gesehen. Ja, stimmt, es waren drei. Und zwei haben wir dann nur noch gesehen. Einer war ja komischerweise weg. Vielleicht ist der so wie so ein Bambi hier runter geglitscht. So. Lass mal los. Nehmen wir mal das Exteli. Und mal drauf da. Nicht, dass hier irgendein Baum ist und der Kannibale einfach rüberklettern oder springen. Da kommt schon wieder einer. Ach, da habe ich keinen Bock mehr. Ich dachte, wäre rübergekommen. Ei! Mir geht's so, hä? Hängst du einfach ab? Ja, du, wir kommen in der Nachbarschaft, ne? Also, ich wollte jetzt hier so ein Türmchen bauen, ne? Willst du mithelfen? Ne? Also, wenn du irgendwie mal Hilfe brauchst, Nachbar, sag Bescheid, ne? Ich helfe gern, also. Ich habe auch Fleisch da, wenn du was brauchst. Komm einfach mal rum, ne? Wir sehen uns, hau rein. Nett, diese Leute. Nett. Ah, Spinne! Ah ne, C ist ja wegmachen, das wollen wir nicht. So, da haben wir ja. Du bist ja immer noch da. Was mache ich denn mit dir? Bist du auch allein gewesen? Das Dumme, wenn man hier. Oh, komm, ich helfe dir. Willst du hoch? Ach, stirb doch mal. Ey, wo geht's? Bleib hier. Du meiner Berg.
So, darf ich den jetzt platt machen da? Ach, Hunger haben wir auch schon wieder, verdammt. Ja, quält sich. Ah, ein Steinchen. Aaron geht eh kaputt, oder? Das ging mit denen, glaube ich, hier schneller. Irgendwie geht er gar nicht kaputt hier, verdammte Axt. Ah, immer erst fluchen, dann geht das. Ah, Spinne! Kann ich die schon mal runternehmen? Nee. Pack mal hier mal in einen Stein schnell hin. Zack. Da nervt mich das auch aus der Entfernung nicht mehr mit den Geblinke. Ach, hier ein Stein. Na komm. So, Nachbar. Wollte mir eh gerade was zu essen machen. Ich lade dich mal ein. Müssen wir mal Feuer anmachen. So. Was hättest du denn wohl gern? Kaninchen möchtest du? Okay, kriegst du. Ich hätte gern einen Fisch. Ein Kaninchen für den Nachbar. Ach, der ist schon fertig. Guten Appetit. Oh gut. Fisch behalten wir mal. Du hast keinen Hunger? Na gut. Trinken können wir nicht. Oh, verdammt. Nehmen wir uns mal den Topf nochmal. Ach, da ist er schon weg. Hätte mal Schuss sagen können, oder? Das Feuer wieder aus. Schade, bleib mich liegen. Ich würde einfach nur trinken wollen. Also, wenn du fertig bist, sag Bescheid. Ach, ich glaube, den Baum hacken wir da auch nochmal ab. Aber ich hätte nicht gedacht am Anfang, dass es so groß wird. Also, ja, man baut immer, ne? Und fällt immer doch was ein. Eigentlich wollte ich nur oben eine Verteidigung bauen. Oben greift keiner an. Müssen wir uns doch hier unten eher drauf konzentrieren. Das Trinken muss doch mal fertig sein, wollte ich ja sagen. Ups, nee. Oh, dann habe ich zwei Fische dabei. Du. So, wie viel brauchen wir noch? Und für die Hängebrücke brauchen wir ja auch noch. Verdammt. 6 Stück. Gut, dann machen wir noch einmal voll. Aber ich würde sagen, wir gehen mal nicht auf die Seite. Wir gehen mal auf die Seite. Hallo Varan, ich schieb dich mal mit. Jetzt rennst du doch, okay.
immer mehr hier an den Rand. So, und dann wollten wir ja eh... Was ist hier in die kürzeste Ecke? Ja, eigentlich hier so, ne? Ich glaube, das nimmt sich nichts. Weil da geht es ja so in die Breite, hier eher weniger. Machen wir das hier vor. So. Ich weiß, die können dann immer noch von oben kommen. Aber einige Patrouillen kamen ja von hier unten. Und, weiß nicht. Ich traue mich nicht weiter. So. Wie viel sind das jetzt insgesamt? 48? Mei, oh mei. Ein Tor hätte ich gern. Ein Doppeltor, ne? Joa. Sieht gut aus. Ach, wenn wir schon hier unten sind, fangen wir doch hier einfach an. Brauchen wir mit dem Wägelchen nicht hin und her fahren. Ja, das Holzhacken ist heutzutage gefährlich. Also am Anfang war es ruhiger, ne? Da wussten die nicht, wo du wohnst, die Nachbarn. Kannten noch keinen. Und jetzt kommen sie hier andauernd rum, wollen irgendwas. Und nerven. Auch wieder eine Freundin, da ist nur gucken, nur gucken. Erzählst, fragst du was, will er, erzählt er nichts, sagt er nichts, ne? Komische Nachbarn. Komisch, komisch. So, mein Sohn meldet sich auch nicht, ja? Was ist denn hier? Auch das Holz hier unten. Läuft der Waran da unter mir lang? Das gibt's doch nicht. Aber ich wette mit euch, ich hack jetzt hier zwei, drei Bäumchen. Dann kommen die von hier. Definitiv. Oder im schlimmsten Fall... Oh nein, 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 nein. Das ist immer doof. Fangen wir mit der Ecke da an. Wenn sie mich da runterfallen, bringt uns das ja gar nichts. Ausdauer geht auch schon wieder runter. Oh, dieses Holzfällen, ne? Das ist echt anstrengend. Kriege ich Durst. Ja, ist der dritte Baum hier schon, ne? Interessiert ja keinen. Ach, jetzt verstehe ich, warum die Nachbarn rumkommen, weil wir Krach machen. Die mögen den Krach nicht. Trauen es aber auch nicht zu sagen, ne? Ah, schon runtergerutscht. Ein Teil ist oben. Aber wenn wir oben am Rand hacken, dann kommt wieder was runter. Das ist alles okay. Alles, was oben bleibt, nehmen wir halt für da hinten. Alles, was hier unten runterkommt, nutzen wir dann halt für hier unten. So. Mucke. Mucke. Bam 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 bam.
Hör mal, ihr Lieben. Geht die Sonne schon wieder unter? Nee, ne? So lange geht doch nicht. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht fragen, ob jetzt die Musik ihn stört. Ich dachte mir, wenn er die Musik nicht mag, dann kriegt er gleich einen auf den Kopf. Also, dann geht echt schon wieder runter. Irgendwie schnell, finde ich, aber na gut. Ist hier Holz runtergerollt? Hat sich gerade so angehört, als ob sich Holz von irgendwie nach irgendwo bewegt. Ja, wo immer alles hingeglitscht. Einmal da rein. Ja, ein paar Bäume weniger. Und hier steht... Na, ich mach mal Licht an. Der gehört da nicht hin. Ich dachte erst, der gehört da hin, gehört aber nicht hin. Ach, hier haben wir auch noch ein Bäumchen. Mal einen Schluck trinken. Aber jetzt sieht ja mal wie so ein Holzfällertag bei mir aussieht, ne? Also, man hackt Holz, man muss sich mit den Nachbarn rumschlagen, wollen immer komische Sachen, reden dann doch mit einem nicht, dann kommen Leute vorbei, die, ja, setzen sich ein für den Erhalt des Waldes, die holzen ihn einfach ab. Und ich finde, wir sind heute schon gut vorangekommen, also. Den machen wir auch nochmal Platz. Der geht dann in diese. Fällen wir in diese Richtung und. Ah, verdammt, nee, da wo mein. Also hier unten war auf jeden Fall die Kannibalendichte nicht so stark. Wie auf der anderen Seite. Was natürlich sein kann, ist, dass wenn sie von oben kommen, kriege ich es ja jetzt hier nicht mit. Liegt der Nachbar noch da? Ja, der ruht sich noch aus. Es kommt davon, wenn man mittags sich schon so besäuft, dann... Liegt mir jetzt einfach K.O. im Gras, ne? Wir haben Hunger. Ah, dann sollten wir mal getrockneten Fisch essen. Timber! Könnte ja wenigstens mal helfen, ne? Also es... Nehmen wir mal zu. Achso. Dahinter hat noch Holz gefallen, nee, ne? Jo. Oh, ist das nicht niedlich? Die kleinen Vögelchen. Und unser toter Nachbar. Oder... Nee, tot ist er nicht, oder?
Hallo, bist du tot? Lebst du noch? Er schläft. Oh, ich hab mal noch 20 Bäume locker. 5, 10, 15, 20. Ach, mehr. Naja. Komm mit. Kann man sich diese Leichen aufheben? Ich leg die mal oben einfach da bei mir hin. Da, wo kein Kannibale hinkommen kann. Und mal gucken, ob er, wie lange der da liegen bleibt. Es gibt ja Spiele, da lösen sich die Leichen ja irgendwann auf. Weil dahin kommen die ja nicht. Und die Knochenkiste. Ach, die Kiste war auch nicht voll. Jetzt ist sie voll. So, weißt du was? Weil ich dich so lieb hab, Nachbar, kommst du bei mir auf den Pavillon. Zack. Kaum liegt er hier, sind die Fliegen hier. Naja. Gehen wir mal oben gucken. Also hier auf diese Ebene. Ah, hier ist einiges an Holz. Aber wird ja nicht schlecht. Das können wir ja gebrauchen. Kommt es jetzt hier auf den Wagen. Hauptsache, es fällt nicht in die Schlucht. Wohl wäre auch lustig, wenn wir mal in die Schlucht kommen. Es ist dann voller Holz, was alles runterfällt. So, da ist auch ein bisschen kahl. Ich denke mal, hier braucht man nur ein, zwei Bäume fällen. Da kommt schon bestimmt gleich hier ein Kannibale. Jukit. Baum fällt. Alter, Wegelchen. Habt ihr das gesehen? Fliegt unser Wegelchen 20 Meter in die Lüfte und 10 Meter weit weg. Du machst ja Sachen. Ja, ich ahne es. Ja, was ist? Hä? Oh! Dafür braucht man eine Mauer. Und dafür brauchen wir Pfeile. Der hat gelernt, dass man rauskommt. Ja, scheiße. Sind drin. Ich fasse es nicht. Ihr kleinen Pissnelken. Ja. Bin jetzt gar nicht toll. Ihr lacht ja komisch. Das kriege ich nicht mal nachgemacht. Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Na, ihr kleinen Pisser. Taschenlampe ist echt schwach. Feuerzeug geht auch nicht mehr. Ah,
Alter, was ich hier vor allem Pfeile verschieße. Das treffe ich nicht mehr. Ach. Okay, der liegt noch. Ey, könnt ihr dich mal am Tag angreifen? Kommst du nicht hier hoch, oder? Ey, hier frisst man eine Pfeile. Verreck doch mal. Der kommt durch, du Arsch. Hat er es auch überlebt? Wir sind durch. Toll, 10 Pfeile verschossen. Oder so. Gut, ich mache jetzt hier. Wir legen uns mal aufs Ohr. Und dann hacken wir am nächsten Tag mal weiter. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen, trinken nicht vergessen bei der warmen Jahreszeit zurzeit. Es ist sehr, sehr warm. Und ansonsten wünsche ich euch noch, Verzeihung, einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.